Hallo, grüß euch. Heute stelle ich euch eine Art des Fastens vor, die sich seit einiger Zeit schon großer Beliebtheit erfreut, nämlich das Fasten mit Fastenbox. Das Prinzip ist sehr einfach. In so einer Box ist alles drinnen, was man für eine fünftägige Fastenkur benötigt. Von Suppen und Tees angefangen hin zu gesunden Ölen, etwaigen Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Die Vorteile einer solchen Box liegen auf der Hand. Es ist alles vorportioniert, genau angeleitet und man muss sich um die Versorgung beim Fasten keine Gedanken machen. Für Menschen, die gerne während der Arbeit fasten, ist das natürlich die optimale Lösung. Aber auch wenn ihr einfach es genießt, eine Struktur vorgegeben zu haben und selber nichts kochen zu müssen, ist es eine gute Sache. Die Fastenboxen der verschiedenen Anbieter unterscheiden sich teilweise sehr voneinander, zum Beispiel was die Kalorienmenge pro Tag angeht, die Art der Lebensmittel, wie sie verpackt sind und so weiter. Ich habe mich für die Fastenbox der Buchinger Wilhelmi Fastenklinik entschieden. Ein ausschlaggebender Grund dafür war, dass die enthaltenen Lebensmittel Demeter und Bioland zertifiziert sind und außerdem hauptsächlich in Glasverpackung und nicht in Plastik und Alu daherkommen. Matthias und ich haben unser diesjähriges Herbstfasten damit gemacht und es war einfach herrlich. Diese 5 Tage waren dermaßen entspannt, weil auch für uns erfahrene Faster war es natürlich eine Freude, diese Struktur und die vorgegebenen Portionen der Fastenbox genießen zu dürfen. Und ich habe auch die Zusammenstellung der Lebensmittel als optimal empfunden. Man merkt einfach, dass diese Expertise von Buchinger Wilhelmi da drinnen steckt, also über 100 Jahre Erfahrung mit fastenden Menschen. Otto Buchinger, nachdem er das Buchinger Heilfasten benannt wurde, war der Begründer dieser heutigen Buchinger Wilhelmi Kliniken. Umso mehr freue ich mich über diese schöne Kooperation mit Ihnen. Und jetzt werfen wir einen Blick in die Box. Es ist ein sehr schöner und wertiger Karton. Und als erstes haben wir hier einen User Guide für die gesamte Fastenkur und auch für danach. Also auch Rezepte für die Aufbautage sind drinnen. Das Büchlein leitet dann super übersichtlich durch jeden einzelnen Tag. Und man hat auch übrigens die Möglichkeit einer E-Mail- und Videobegleitung, wenn man das möchte. Und man bekommt einfach gute Tipps zu begleitenden Maßnahmen beim Fasten, die ihr schon alle von mir kennt. Also vom Leberwickel angefangen, den man zu Mittag oder abends machen kann. Das ist eine wunderbare, gerade beim Fasten, wunderbare Anwendung, um unsere Leber beim Entgiften zu unterstützen. Der Einlauf wird auch erklärt. Der unterstützt natürlich den Darm bei der Ausscheidung, weil es kommt beim Fasten natürlich einmal auch Stocken. Sehr wahrscheinlich sogar, wenn man kaum was isst. Für mich ist er sowieso die beste Erste-Hilfe-Maßnahme, gerade bei Kopfschmerzen, die ja am Anfang einer Fastenkur dort und dort auftreten können. Natürlich wird auch Bewegung empfohlen. Das sage ich auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich beim Fasten auch bewegt. Man unterstützt das ganze Lymphsystem bei der Entgiftung, auch die Lunge, der Gasaustausch, also wenn man also Atem kommt bei der Bewegung, das soll schon sein, dann entgiftet auch die Lunge umso besser. Wenn man schwitzt, unterstützt man auch die Haut bei der Entgiftung. Also Bewegung ist das Um und Auf. Auch die Ruhe, das Meditieren, am besten in der Natur, ja, wenn es nicht zu so kalt ist. Wassertreten oder überhaupt Kaltwasseranwendungen, wenn man jetzt nicht gerade ein Wildwasser am Bach in der Nähe hat, so wie wir, kann man das natürlich auch in der Dusche machen, einfach die Beine kalt abbrausen, das stabilisiert den Kreislauf und belebt einfach. Gut, machen wir weiter. Da wird auch nochmal aufmerksam gemacht, dass man die Videobegleitung aktivieren kann. Die Basis der 5-tägigen Fastenkur stellen Suppen dar, und zwar verschiedene, damit man auch Abwechslung hat. Die werdet ihr jetzt einfach einmal alle herauskramen. Die sind eingekocht im Glas, so wie ich das zu Hause auch mache. Habe schon gesagt, dass mir das sehr gefällt. Das sind sie also, unsere herrlichen Demeter-Suppen, beschriftet mit dem Tag, an dem es gegessen wird. Also Tag 1 haben wir zwei noch etwas gehaltvollere Suppen. Dann von Tag 2 bis Tag 4 haben wir leichtere Suppen, unter denen kann man frei wählen, also auf was man gerade Lust hat. Es steht überall 2 bis 4 oben. Und am 5. Tag haben wir wieder eine etwas gehaltvollere. Da kommt aber dann noch etwas dazu. Grundsätzlich kommt zu den Suppen immer ein bisschen Öl dazu. Da haben wir gute Omega-3-Fettsäuren drinnen und die sind natürlich sehr hitzeempfindlich. Deshalb die Suppe zuerst erwärmen, aber nicht brennheiß machen, sondern einfach angenehm warm und dann zum Schluss erst beim Anrichten ein bisschen Öl drüber. Von Tag 2 bis 4 gibt es noch eine Einlage sozusagen. Gute pflanzliche Proteine in Form von einem Humus. Da tut man also jeden Tag ein Drittel, so
Nockerln stechen, vorher mit Öl vermischen am besten und dann kann man so Nockerln machen und in die Suppe hineingeben. Am fünften Tag haben wir noch ein gutes Apfelmus. Das isst man zu Mittag und dann am Abend die Suppe. Auch das Apfelmus rührt man am besten mit dem Zitronenöl an und gibt noch ein paar Cashewkerne drüber. Die Cashewkerne, die gebe ich auch daher. Die sind also eben für den fünften Tag. Und wenn ich mich recht erinnere, war das am ersten Tag. Einfach in die Suppe habe ich es gegeben. Gut, dann haben wir natürlich gute Bio-Demischungen enthalten. Einen mit eher belebenden Kräutern, einen mit beruhigenden Kräutern für den Abend. Und einen ganz interessanten Teefilter haben wir da mit dabei, aus Glas, sehr nachhaltig. Der gefällt mir sehr gut und ich freue mich, dass ich den jetzt in meinem Besitz habe. Ja, weiter geht's. Ich liebe es. Das ist so gut. Herbalextrakt, also ein Kräuterextrakt mit Wildkräutern, Honig und Apfelessig. Das trinkt man in der Früh oder auch am Abend oder auch zwischendurch. Einfach mit Wasser, mit kaltem Wasser aufgießen. Tut der Verdauung gut, regt sie an, dem Darm, der Leber, also die Kräuter da drinnen. Es schmeckt so gut. Also das werde ich mir auch nach dem Fasten beibehalten. Dann eine Suppenessenz. Die besteht aus rohem Gemüse, Kräutern und Salz zur Konservierung. Und da steht 1 bis 5 oben, nimmt man immer dann zu sich, wenn man einfach Lust auf irgendwas zum Löffeln hat. Also man nimmt da einen Teelöffel, rührt es mit heißem Wasser an und dann hat man eine feine Fastensuppe, eine Gemüsebrühe. Man kann auch zu diesen Suppen einfach ein bisschen davon dazugeben, macht sie würziger. Dann, was ist noch da drin? Ah ja, für Notfälle der obligatorische Honig beim Fasten immer mit dabei. Der stabilisiert den Kreislauf, wenn man mal müde ist oder eben ein bisschen schwindelig oder was das Fasten so alles mit sich bringen kann. Dann nimmt man einfach einen Teelöffel Honig zu sich. Gut, dann haben wir Fastenmineralien. Die nimmt man täglich ein. Gut für die Muskulatur. Manche Menschen tendieren zu Muskelkrämpfen beim Fasten. Da haben wir Magnesium, Calcium, Kalium und Zink drinnen. Und dann haben wir noch zwei Tools da enthalten. Und zwar das eine ist ein Maßband, wenn man seine Erfolge dokumentieren möchte. Der Bauchumfang, der schwindet recht schnell und das ist einfach interessant und spannend, das zu dokumentieren. In dem User Guide, in diesem Büchlein, da ist eine Tabelle und da kann man seine Fastenerfolge diesbezüglich eintragen. Und Keto-Sticks hat man auch. Das ist etwas, da misst man die Ketonkörper im Urin. Und die Ketonkörper sind ein Hinweis, also die Menge der Ketonkörper ist ein Hinweis, wie weit der Körper schon im Fastenstoffwechsel in der Ketose ist. Über die habe ich schon viel gesprochen und geschrieben. Ich gebe euch, wenn euch das mehr interessiert, einen Link in die Videobeschreibung, wo der Prozess der Ketose beschrieben ist. Ja, alles ausgeräumt. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Fastenbox wieder mal ein interessantes und nützliches Produkt vorstellen konnte, von dem wir auf jeden Fall begeistert und überzeugt sind. Und ich glaube auch, dass viele Fasteninteressierte das als Bereicherung sehen werden. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.